Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einem weiteren Total War Attila Video von mir. Diesmal die historischen Schlachten von Attila, die wollen wir uns mal angucken. Wir fangen mit der Schlacht von Soissons an und ihr könnt ja schon den Text hier gerade sehen. Ich lese euch mal vor. Nach dem Zusammenbruch des Weströmischen Reiches hatte Syagrius, Sohn des letzten römischen Magister Militium in Gallien, den Romstaat Soissons erhalten. Das Land war so groß wie das der benachbarten Franken und Neid machte sich breit. Unter Anführung von Chlodwig I. forderten die Franken Syagrius zum Kampf heraus, wobei dem Sieger das Land gehören sollte. So, das ist es eigentlich. Wir spielen die Schlacht jetzt erstmal auf normal. Ich werde es wahrscheinlich nochmal irgendwann hochladen auf erhöhten Schwierigkeitsgrad. Aber ich möchte euch erstmal einen Einblick verliefern. Und da soll es ja auch für mich jetzt erstmal machbar sein, nicht dass ich gleich in den ersten 5 Minuten versage. Und wir kommandieren heute die Streitmacht der Franken und wollen damit Westrom besiegen. Was Westrom auszeichnet dieser Armee ist, dass sie halt relativ starke Infanterie haben. Wir halt nicht. Wir können aber wieder ausgleichen durch unsere Kavallerie, denn da haben wir überlegene Kavallerie mit dabei. Und auch fernkampftechnisch sind wir überlegener, kann man sagen. Okay. Gut, dann muss er noch mit Laden fertig werden, damit ich dann euch darauf einstimmen kann, wie ich vorgehen möchte. Ah, Soissons. Das wird lustig. Das wird eine schöne Schlacht, Leute. Ich fand die schon cool, als ich die schon mal gespielt habe. Und von allen Schlachten somit meine Lieblingsschlacht, weil sie halt schön offen ist und ganz glattes Feld und einfach nur gekämpft wird. So eine Schlacht hat man halt relativ selten. Die ist schon schön geworden, ja. Okay. Na los, Vorführeffekt mal wieder. Lädt mal wieder 5-mal so lange wie üblich. Die Schlacht war eigentlich ganz okay. Wirklich schwierig war sie nicht. Relativ einfach noch, aber trotzdem Spaß gemacht. Ah, jetzt geht's los. Na gut, dann geht's eben jetzt los. Das Weströmische Reich ist auseinandergefallen. Das Reich von Soissons, ein Rumpfstaat, bleibt unter der Führung von Syagrius in Gallien bestehen. Die benachbarten Franken haben es jedoch auf die Länder von Syagrius abgesehen. Der fränkische König Chlodwig I. hat zum Kampf herausgefordert. Die Einnahme von Soissons würde die Größe des aufsteigenden fränkischen Königreichs verdoppeln. Okay, dann wollen wir mal loslegen. Ihr seht, da ist ja relativ viel hier los. Wir müssen jetzt erstmal unsere Infanterie bilden. Heute wollen wir Soissons für uns beanspruchen. Na? Greift an! Das war jetzt nicht gerade sehr schön. Und nochmal. Euch nehmen wir als 1. Euch als 2, 3, 4. Mit euch bewegen wir schon mal vor, denn wir werden mit euch zuerst angreifen. Das ist wichtig zu wissen. Ja, Mist. So. So, also weg hier wieder mit euch. Zack. Mann, ey, das gibt's doch nicht. Ich habe so ein Talent da gerade, die Gruppen zu formieren. So, dann wollen wir jetzt hier mal schön reinchargen in die Kundschaft der Equites. Und du gehst mal hier rein, bitte. Und du gehst jetzt auch hier rein. Und ich halte mich auch erstmal kurz zurück. Und dich setzen wir jetzt hier auch mit rein. Wir müssen mit unserer Kavallerie halt wirklich viel aufräumen hier. Das ist wichtig. Euch schon mal wieder raus. So, wie sieht's hier aus? Hier sieht's sehr gut aus. Die machen wir fertig. Na komm, die müssen jetzt auch noch... Ah, da müssen jetzt schnell die Fernkämpfer hier weghauen. Jetzt brauchen wir auch unsere Infanterie schnell zur Unterstützung. So, kommt die schnell her. 6 brauchen wir noch schnell. Hier schnappen wir uns mal schnell die Herkules Senioris. So, hier sieht es noch ganz gut aus. Unsere Fernkämpfer werden wir schnell in lose Formation setzen. Die brauchen wir noch. Oh, jetzt müssen wir schnell weg hier. Schnell weg hier. Los, los, los. Und du hast einen schönen Charge gesetzt, finde ich super. Und schnell wieder raus mit dir. Wir hier, müssen wir kurz ausruhen lassen.
Die Kavallerie ist das, was bei uns eigentlich zählt hier, kann man sagen. Denn damit müssen wir gewinnen. So, jetzt hauen wir hier mal unsere Axtkämpfer noch rein. Genau, ihr schießt mal hier bitte noch rein. Das ist wichtig. Und euch setzen wir hier drüben hin, damit wir hier abschirmen können. Ah, hier drüben ist die Kavallerie nicht mehr rausgekommen. Schade. Dich lassen wir mal kurz ausruhen hier drüben. Und dich lassen wir jetzt hier mal drauf schießen. Ne, hier drauf lieber bitte. Ich brauche jetzt hier drüben auch nochmal. Ah, die Skolae Palatina machen hier drüben meine Kavallerie fertig. Nicht gerade sehr schön. So, und du kannst jetzt mal die Herkulinie Seniores fertig machen, wenn ich bitten darf. So. Na, das schicken wir hier durch. Und euch brauchen wir hier drüben nochmal. So, hier sieht es ganz gut aus, so an der Stelle wieder. Und du bist fertig hier. Super. Perfekt. Perfekt. Du hast hier noch schön abgeschirmt. Weiter hier drüben unterstützen. Dich ziehen wir jetzt schnell hier durch. Du hast nämlich schon einen guten Charge gesetzt. Wir können jetzt nämlich gleich im Rücken noch helfen. So. Den General von ihm werden wir mal kurz schwächen. Ah, das Durchziehen war keine gute Idee von mir gerade. Die Präventoris hier drüben wollen wir mal fertig machen. Du gehst mal nach hier. Und du kämpfst hier und du gehst bitte nicht weiter. So, alles im allen sieht es noch ganz gut aus. Und mein General, der leidet hier natürlich ordentlich. Der leidet richtig ordentlich. So, wo ist denn jetzt meine... Hier sind sie. Raus wieder mit dir, schnell. Du räumst nämlich schon gerade gut auf. Ich hab hier noch schnell Kopfgeldjagd und hier geht's mein Rücken rein. Ah, nicht schön. Aber hier drüben können wir eventuell noch helfen, die zum Fliehen zu bringen. So, wir schießen mal hier drauf. Oh ne, hier drauf bitte. Jetzt schnell und jetzt Feuerbeschuss. Und auch du sollst hier drüben unterstützen. Während du jetzt hier hinten mal reinkommst mit dazu. Genau, schöner Feuerbeschuss. Der könnte die Moral nochmal schwächen hier. Ah, hier drüben sieht es nicht gut aus. Da müssen wir jetzt mal schnell rein. Aber hier sieht es gut aus. Hier brechen wir jetzt halt alles. Das ist ganz gut. So, der Charge hier eben gerade hat mir richtig schön wehgetan. Super. Jetzt noch mal hier rein, bitte. Super. Ja, genau. Hier brechen wir sie jetzt schön zusammen. Perfekt. Unser General schickt mich schnell hier rüber. Den bauen wir noch hier. Und euch müssen wir auch schnell wieder rausziehen. Wo seid ihr jetzt hier? Euch bauen wir auch noch. So, du kämpfst bitte weiter gegen die Kavallerie. Und, du musst schnell abhauen hier und musst hier drüben fertig machen. Du gehst mal jetzt bitte in die offene Formation, denn anscheinend wirst du uns erschossen. Gut. Das Ding gewinnen wir jetzt hier drüben noch. Und hier müssen wir jetzt so viele töten wie nur möglich. Super, eine schöne Salve in den Rücken rein. Das kann die Moral eines jeden Mannes schwächen. Ah, seine Piken haben hier drüben natürlich ordentlich durchgehalten. Das ist nicht sehr schön. So, du machst hier heute noch weiter und ich brauche jetzt hier nochmal. Und du gewinnst das Ding sogar noch, cool. So. Ich setze mal auf normalen Beschuss und du chargest jetzt hier bitte rein. Komm schon, ich will noch genauen Schuss aktivieren. Na komm schon, jetzt schnell genauen Schuss aktivieren. So, das Ding gewinnen wir ja noch hier. Perfekt. So, und die brauchen wir jetzt hier noch gegen die Fernkämpfer, die da hinten sind. Ihr macht jetzt noch die hier fertig. Jetzt chargest du mal rein. Perfekt. Wir wollen die hinten mich auch noch ausschalten. Dafür brauche ich jetzt hier die Fernkämpfer. Die 6 brauche ich jetzt dafür. Die müssen wir jetzt hier rüber schicken. Die sollen sich eigentlich nur die Fernkämpfer kümmern, denn die haben sowieso keine Munition. Die auch nicht mehr. Von daher, wirklich gefährlich werden sie auch nicht mehr. Dann versuchen wir mal abzuhauen. Vielleicht klappt das ja. Ne, klappt nicht mehr. Definitiv nicht mehr. Alles egal, wir haben ja noch Munition mit unserem Bogenschützen. Das reicht aus. So, wo bist du hier? Du bist hier. Okay, die schalten wir hier hin. Dich hier rüber und dich hier hin. Dich auch nochmal hier mit rüber. Zack. Bewegt euch!
So. Einfach hier hinstellen, bitte. Perfekt, das Ding ist auch gewonnen. Super. So muss das Ding aussehen. Perfekt. Perfekt. Ich lasse noch mit Feuerbeschuss schießen. Das müsste den hier drüben eigentlich endgültig sprechen. Ja, der fliegt auch schon. Perfekt. Und der hier drüben? Der auch gleich nicht, wa? Jetzt mal den hier bitte. Perfekt. Schöne Salve abgeben. Kavallerie draufschicken. Pikeniere mit drauf. Und die Schwertkämpfer hier drüben auch noch mit. Hinterher. Du aktivierst noch mit dem genauen Schuss hier. Und du gehst jetzt hier auf die los. Ja, perfekt. Also Angriff hier nochmal bitte. Geht auch nochmal hier drauf und das Ding haben wir gewonnen, Leute. Das haben wir gewonnen hier. Perfekt. Also nochmal schön viel jetzt hier gerade gestorben. Perfekt, die Moral wankt auch nochmal schön. Ja! Richtig so. Wir haben jetzt Soissons erobert. Perfekt. Da wollen wir mal das Gefecht beenden. Ja, es war ein Pyrrhus-Sieg geworden, aber gut. Wir steigern uns noch. Okay, also, die Kavallerie hat gut abgeräumt. Gerade unsere Saka Franziska mit 275 Kills kann man sich echt nicht beschweren. Und auch hier unsere taifalische Kavallerie hat sich nicht wirklich schlecht behauptet. Unsere Bogenschützen waren auch ganz gut dabei. Der eine Trupp mehr als der andere. Und unsere Infanterie, besonders unsere Elite-Herbahn-Schwertkämpfer und unsere Axtkämpfer haben gut abgeräumt. Sogar die Herbahn mit Franziska haben gut abgeräumt. Wenn wir jetzt mal so angucken, bei ihm hat sich nur die Herculeani Susanioris gelohnt, wirklich. Und der Rest war halt wirklich ineffektiv. Der eine Trupp Skolae Palatinae hat noch viele Einheiten gekillt. Aber okay. Das war's dann wieder. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Wir sehen uns dann bei der nächsten historischen Schlacht, die ich auch noch demnächst schlagen werde. Ciao, bis zum nächsten Mal.